Hallo zusammen. Nach etwas mehr als drei Wochen seit der Schließung vom Budo Sportcenter und der Kraft Maga Schweiz begrüße ich euch hier recht herzlich zu diesem Kraft Home Training. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid wohl auf, was in dieser turbulenten Zeit nicht so selbstverständlich ist, aber sicher das Wichtigste ist. Auch mir haben uns natürlich aus der Sicht von der Selbstverteidigung und vom Kampfsport ein paar Gedanken gemacht in dieser außerordentlichen Situation und habe ich für die nächsten paar Wochen ein paar Trainingsvideos zusammengestellt. Wie ihr seht, im Hintergrund haben wir ein kleines Filmstudio eingerichtet. Damit man so ein Training auch daheim durchführen kann, haben wir es, was den Platzbedarf betrifft, auf 2x2 Meter beschränkt. Das ist durch die gelben Markierungen sichtbar. Wenn ihr daheim selber auch so ein Training durchführen wollt, solltet ihr das am besten auch so markieren. Damit das Training auch einen roten Faden bekommt, haben wir als Grundlage unser Stoff- und Prüfungsprogramm zur Hilfe genommen. Da könnt ihr nachher im Anschluss an so ein Training auch nachschauen und vielleicht das eine oder andere noch vertiefen. Was die inhaltlichen Themen von der ersten Lektion betrifft, haben wir sie in erster Linie auf Beinarbeit, Grundschritt ohne Schläge, Grundschritt mit Schläge, Kraftboxing und zum Schluss auf einen 3-minütigen Kraftboxing-Drill beschränkt. Wenn du dich natürlich persönlich herausfordern willst, kannst du natürlich jede Lektion nicht nur einmal, sondern kannst du zweimal oder auch dreimal durchführen, je nach deinem eigenen Gutdünken. Ich hoffe, euch damit ein paar wichtige Inputs gegeben zu haben und freue mich, euch mit dem Daniel zusammen durch die Lektion zu führen. Wir wünschen euch für das Training daheim viel Vergnügen und Gelassenheit in dieser Zeit. Bleibt gesund. Ciao zusammen.